Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir machen hier weiter mit dem komischen Buggy hier in der Einöde. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Ah, jetzt weiß ich sogar, was das war. Ah, sauer. Ja. Nee, ich nehme das Motorrad. Es ist so richtig abgefuckt, was jetzt noch kommt. Das ist... So, dann wollen wir mal up that mountain. Hoch da mit uns. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg, aber müsste ich eigentlich sein. Und da ist es. Und ich habe mir keine Dings geholt, keine kugelsichere Weste. Das ist der reinste Selbstmord, was wir hier machen. That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? Ja, jetzt kommen gleich nämlich richtig viele Polizeimänner oder auf jeden Fall SEK-Männer, die uns töten wollen. Aber wer will das nicht in diesem Spiel? Boah, ist das laut. Shit, Pilot says he's got trouble. Two agency choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Shoot them down! Protect the cargo at all costs. Wartet. Der Heli ist fast down. Sauber. Ja, und das ist genau über diesem Flughafen. Ah ja, witzig, witzig. Wir sind hier. Die Schmugglerware ist da. Lustig, lustig. Au! Ja, ja. Alles kein Problem. Oh! Wir kriegen einen Irrsinn-Stunt-Bonus, aber es ist auch nicht das größte Problem. Come on, top guy. So. Sauber, da vorne ist auch wieder Polizei. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Ein kleines Dörfchen. Oh, und da steht ein Motorrad, das müssen wir uns merken. Für die Zukunft. Oh, Alter. Komm, nimm das Ding auf. Ich muss nämlich auch aufpassen, dass ich nicht in das Sperrgebiet fahre. Das ist nämlich hier. Sobald wir hier drinne sind, hier, warte, dass ihr es auch nochmal seht,
In diesem Bereich sollte man nicht unterwegs sein. Ich glaube, es gibt nur eine Mission, wo wir da lang müssen. Und auch nur dann sollten wir dahin. Vorne ist das Ding. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. Ah, da muss ich es wieder hinbringen. Okay. Machen wir mal. Ich schätze mal, hiernach kommt auch der Anruf mit der Flugschule. Und dann... Ja, ich sag mal nur, dann haben wir die Arschkarte. Ich frage mich, wann wir den Fahndungsstern loswerden. Oh, wenn ich das hier schon sehe, ich krieg schon die Pimpanel. So, damit wir eine Markierung haben, wo wir abbiegen müssen. Wow. So, hier können wir jetzt langfahren. Ich glaube, dann kriegen wir auch schon den Anruf. Und das mache ich auf jeden Fall in dieser Folge noch. Ah ne, da muss ich hin. Ey, wehe, ich habe gleich kein Motorrad mehr. Genau. Oh, du bist doch... Das ist doch scheiße. Da ist ein Motorrad drin, ich höre das doch. Muss mir tatsächlich ein Fahrzeug holen. Habt ihr hier jetzt echt kein Fahrzeug für mich, boah, ihr Pisser. Ihr Pisser, ja, Bone Country. Oder County, nicht Country. Na, dann laufen wir mal zur Straße. Hilfe, Hilfe, ich wurde da hinten von Hinterwäldlern vergewaltigt. Na, okay, lassen wir das. Eine Mission gibt es, glaube ich, dann noch bei Torino. Und das ist dann aber auch nur so eine Mission, geh dahin und kauf das. Glaube ich zumindest. Ich wäre gearscht, wenn nicht. Was ist das denn? Egal. Natürlich. Sofort einer, der am Hupen ist. Ist Klärchen. Nur mal eben kurz so mal ein paar Markierungen gemacht, damit wir uns nicht verfahren. Ich glaube, viel werden wir auch heute nicht schaffen, außer jetzt diese Mission, die wir gerade gemacht haben und jetzt halt, ja, ich will nicht spoilern, aber ich meine, fuck. Oh, war das eine Abkürzung? Sauber. Und jetzt halt die Flugschule kaufen. Das werden wir wohl auch noch schaffen. Und danach ist für heute auch wieder Sense. Ah. Ich bin falsch. Ich bin sowas von falsch. Ich wollte dahin, ja. Das kann ich jetzt auch knicken. Das ist ja auch voll der Umweg. Aber wir gucken erstmal, ob wir da vorne rüberkommen. So. Da ist ein Gunshop. Aha. Ein Gunshop. Wir haben sogar eine kleine Abkürzung, glaube ich, genommen. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht.
jetzt dann halt da. Ja, was diese Abzweigung angeht, bin ich sehr penetrant. Ich weiß noch, wie ich mich früher so oft verfahren habe. Das Nudeln? Alter! Was ist mit dir? Ist auch nicht mehr ganz frisch. Ja, er fährt mit dem in den See. Was sind das hier für kranke Typen? Ja, geil. Alter, siehst du, das sind die typischen... Ich laufe. Das sind die Trucker. Meine Güte. Alter, ich werde hier von jedem angefahren. Ihr rassistisches Hinterwäldlerpack. Oh, was für ein Scheißteil. Naja, ich will nicht meckern. Bevor ich überhaupt was kriege. Scheiße, ey. Ich hätte mir eigentlich mal eine kugelsichere Weste kaufen sollen. Wo ich schon in der Nähe von einem Waffenladen war. So, erstmal speichern. So, nächste Mission. Weil jetzt langsam müsste das mit dem Kaufen kommen. Ich hoffe mal. Ja. It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and then we nuked Japan. And people believe this shit. Jesus. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey man, what did you want? Is you gonna free my brother? No. Not now. And here's a little news flash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Oh, der ist doch nicht mehr normal. Ernsthaft, aber ich mag den Typen. Begib dich zu einem verlassenen Flughafen und kaufe ihn. Machen wir mit unserem richtig geilen Düser, den wir hier haben. So. Wir müssen da oben hin. Und ich bin dafür, wir fahren. Da erstmal hin. So. Wieder diese ganze Verzweigungstaktik hier, die ich mache. Weil den Teil werde ich heute auf jeden Fall noch machen, dass wir die Flugschule beginnen können in der nächsten Folge. Und dann beginnt der lustige Teil des Spiels, auf den ich mich schon das ganze Let's Play gefreut habe. Genau. Das wird so krank. Ah, ich freue mich schon. Ich freue mich wirklich. Ah, genau, du Drecks-Taxifahrer. Yo, CJ. It's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it and I'll holler at you. Later, man. Ja, das ist jetzt nicht so interessant. Also, ich sag, glaube ich, jetzt nur was in der Karte, auf der Karte, ne? Sag mal. Wartet. Ja, hier. Ne, hier. Heißt, wir nur, wir können neue Straßenrennen machen. Könnten wir machen, aber werde ich wohl nicht tun.
Dafür ist die Story einfach zu geil, als dass ich die dann noch mit weiteren Folgen in den Kakao ziehe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ach ja. Ich muss ehrlich sagen, von allen Stories, ja, nee, okay, nee, von allen Stories in den GTAs ist es nicht das Beste. Da ist mir Vice City noch tausendmal lieber. Da muss ich, ne, dann fahren wir hier rein. Gut. Und weiter. Ach ja, wow, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Das ist mit dir nicht richtig. So. Und wie gesagt, dann kommt der lustige Teil. Dann kommt der lustige Teil von GTA San Andreas. Knapp. Sehr knapp war das. Und vor allem, dann kriegen wir demnächst immer wieder schöne Drohanrufe von Torino. Aber ich will nicht zu viel sagen. Ah, nee, 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 nee. Wir nehmen doch weiter diese Strecke. Bis zur Straße. Und dann weiter in diese Richtung. Da vorne ist er. Ja. Wenn ich diese Flugzeuge schon sehe, ich könnte heulen. $80.000. Nicht teuer, ne? Und jetzt habe ich mein Todesurteil gekauft. Müsste jetzt gleich angerufen werden eigentlich. Wir warten mal auch kurz ein bisschen. Werde ich nicht angerufen? Ne, hier ist doch auch gar nichts. Oder muss ich dafür oben dran gehen? Ah, wartet mal. Ich kenne mich hier nicht mehr so gut mit aus. Ja doch, dafür muss ich dann da rangehen. Das machen wir dann aber auch alles in der nächsten Folge. Wir gucken uns hier nochmal kurz auf dem Flughafen um. Da werden nach und nach Flugzeuge auftauchen. Und hier ist die geilste Garage ever. Ganzen Hangar, der uns gehört. Es ist einfach nur geil. Es ist geil. Hier haben wir jetzt dauerhaft ein Motorrad. Und hier halt unser Speicherhäuschen. Und Freunde, das war's erstmal für diese Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit der Flugschule. Ich könnte schreien vor Freude. Juhu. Tschüss.